Wir sind in der Rhön, unterwegs mit Höhlenforscher Stefan Zenker. Wo genau, wird nicht verraten. Immer wieder verkommen Höhlen zu Partystätten, werden vermüllt oder beschmiert. Schon nach wenigen Metern eine blaue Schrift, die da eigentlich nicht hingehört. Vielleicht waren sie ja so doof und haben ihren Namen hier irgendwo hingeschrieben. Kümpel. Paul Kümpel. Paul Kümpel. Und wer ist das daneben? Den finden wir doch hier, Achim, in der Rhön, oder? Den Paul Kümpel, der hat ja noch seinen Namen hier reingeschrieben, der Idiot. Seit 40 Jahren erforscht Stefan Zenker Höhlen. Sohn Christian ist mit dabei. Rund 750 Höhlentierarten gibt es allein in Deutschland. Zenkers Ziel ist der Erhalt dieser sensiblen Lebensräume. Du musst eigentlich eine Viertelstunde vor so einer Wand stehen und dann siehst du erst, was für ein Leben hier ist in diesem Keller oder in dieser Höhle. Und das ist das Faszinierende eigentlich, was wir das ganze Leben lang schon erforschen. Und wir freuen uns über jedes Tier, was wir wiederentdecken. Und je länger du in so einer Höhle bist, umso mehr Tiere hast du auch. Ne? Zeckeneule heißt der Nachtfalter, den die beiden entdecken. Der Fund wird in der selbstentwickelten App festgehalten. Cave Life heißt sie und ist gespickt mit Infos aus 40 Jahren Forscherleben. Ich habe diese App entwickelt für die Höhlenforscher. Das kam einfach daher, dass wir einmal im Winter quasi unsere Fledermäuse zählen in den unterirdischen Biotopen, also in Höhlen oder Bergwerksstollen. Und da brauchten wir einfach was, um möglichst schnell voranzukommen, möglichst genau diese Daten zu erfassen. Also das ist jetzt eine Höhlenpilzmückenlarve, die bauen so Gespinstfäden. Die nächsten Verwandten von denen leben in Neuseeland, in den Waitomo Caves. Und das ist jetzt eine ganz seltene Aufnahme, weil die sich gerade verpuppt. Da gibt es bisher nur ein einziges Foto von, das wir mal gemacht haben. Stimmt, die nehme ich auch noch auf. Trotz aller Dunkelheit heißt es Augen auf in der Höhle. Hier gibt es mehr als nur Fels, Sand und Wasser. Nur so entdeckt man diesen Seewasserpolypen. In der Höhle ist sowas natürlich eine absolute Sensation. Und bisher ist nur der einzige Fundort halt im Holstein, im Werra-Meißner-Kreis bekannt von diesem Süßwasserpolyp in einem einzigen Höhlensee. Und daran sieht man auch, wie wichtig es ist, so einen Lebensraum zu erhalten. Ja, wenn jetzt mit diesem Höhlensee irgendwas passiert, ja, stirbt auch dieser Süßwasserpolyp aus. Mit der App Cave Life wollen die Forscher ein weltweites Infonetz für Höhlenforscher spannen. So können auch die Alpenstrudelwürmer weltweit gefunden werden. Die App der Fulda ist auch für den Natura 2000 Award der Europäischen Kommission vorgeschlagen. Ob die Hessen den Preis gewinnen, wird am 18. Mai bekannt gegeben.